Ja, das ist ey, nee. Nee, ich hab einfach genug Internet für heute. Heute reagieren wir auf die Erde, dreht sich um das DSL-Modem. Habt ihr in der Schule gelernt? So ist es halt, ne? Was ist das? Das sieht aus wie In meine der Geburt. Urzeit hatten die Menschen ihre eigenen Vorstellungen vom Sie waren voller Mythen und voller Mythen und voller Mythen und hatten mit der Wirklichkeit viel zu tun. Einige glaubten, die Erde werde von 6 Mythen getragen, die am Rücken einer Riesenschildkröte stünden. Das glaube ich bis heute noch. Also viele, die sich nicht so gerne rasieren, da habe ich auch immer das Gefühl, die dann so einen Busch hier haben und hier dann so einen Busch und hier so einen Busch, da denke ich auch manchmal so, dass sie einen eigenen Planeten mit sich tragen, ne? Das ist ja da schon ein eigenes Biosystem, ne? Andere stellten sich vor, unser Planet sei flach wie eine Scheibe und Ist zur es doch auch, Schmelze Mensch. von Wasser umgeben. Savas. Dieser Stein ist ein Stein, ist der Überrest einer babylonischen Weltkarte. Es macht Revenge Als erster erkannte Basil Davies vor circa 3 Jahren, dass die Erde keine Kugel, sondern Ach, so eine lange schon wieder Scheibe her. ist. Aus Beobachtungen mit dem bloßen Schwanz schloss Solos er richtig auf das uns heute Das kann bekannte ich nie. Sonnensystem Merim. Mit dem Sonnensystem im Zentrum, um das sich unser Heimatplanet dreht. Doch diese Beschreibung galt als gottlos und wurde verworfen. Die Kirche Also glaubte, ich finde das schon sehr göttlich, ne? Also, wenn sich die Erde um das DSL-Modem dreht, ist schon wirklich sehr dass göttlich. Gott im Himmel auf uns Menschen herabsehe und dass eins und eins Smartbild daher das Ich glaube auch Zentrum des Marcel Davis Universums ist sei, der Messias. nicht Solos, und dass sich Sonne, Mond und Sterne bewegen, gegen. Gegen diese Lehrmeinung wurde kein Widerspruch geduldet. Bis mit der Erfindung des Sonnensystems Anfang des 17. Jahrhunderts neue Entdeckungen möglich Da haben die wurden. besseres Internet als wir heute. Die Geräte boten anfangs nur gute Qualität. Trotzdem enthüllten sie Details, die den Menschen überraschten. Die Himmelskörper der Entfernungen und ihre Umlaufbahnen konnten jetzt exakt vermessen werden. Das macht keinem Sinn. Und schon bald fanden sich widerlegbare Beweise dafür, dass doch nicht das eins und eins Ja, Smartbild. das ist ja jetzt aber auch wieder faktisch falsch. Ne? Das ist ja nie Sol, also die Sonne hier, das ist ja, muss ja in der Mitte des DSL-Modem sein. Ne? Das ist wieder geschichtlich inkorrekt. Ne? Aber ich stelle mir Beweise gerade so vor, dafür, stellt euch mal vor, man hätte so Bücher, wo sich das so alles so dreht. Das wäre dass doch geil. nicht das eins und Braucht zwar eins keiner, aber wäre Smartbild, cool. sondern das im Zentrum sitzt. Und die Planeten um es scheißen. Ach, wie ich doch alle Hirschwänze, ich nehme jetzt das eben und kundige diesen Scheiß ein neuer Und tschüss. Immerhin 1 Euro, ne? Wurde Also verworfen. ist besser als viele andere, ne? Tja. Man muss halt selber die Entscheidungen treffen. Nee, ist eine spektakuläre Theorie. Über die habe ich noch nicht so wirklich nachgedacht, aber Das Video hat mir doch jetzt schon ein bisschen die Energie dazu gegeben, dass ich mal darüber nachdenken sollte und dass die Theorie vielleicht wahr sein kann. Jetzt überlegen viele, meint ihr das ernst? Ich glaube, der Typ, der hat nicht mal alle Latten am Zaun, habe ich auch nicht mehr. Ne? Davon abgesehen, ich habe gar keinen Zaun. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt so ein Kanalvideo an. Checkt seinen Kanal ab und haut rein und tschüss.